Aber der Plan sieht doch tatsächlich vor, dass es hier Stück für Stück alles noch mit zu meinem Haus dazugehört. Mist, da war ein etwas Kies im Weg. Autsch, wer schießt mir denn schon wieder Kreuze? Kreuze ins Feuer, natürlich, ja, fertig, Kreuze natürlich, so. Schön, hat die mich dann doch noch erwischt? Bin nämlich gerade vergiftet. Ja. Gibt da nichts, wenn Erdbeereis nicht hilft, oder? Warte mal, jetzt können wir was ausprobieren. Wir haben noch unser Blut. Hüfen hier am Start. Was passiert, wenn ich jetzt gerade einen Bluttropfen zu mir nehme? Kann ich damit? Kann ich. Den Effekt der Hexe aufheben und umkehren. Davon machen wir dann ein paar mehr in Zukunft. Dass man sich gegen solche Vergiftungen dann schön wehren kann. So, Bruchsteintreppen. Lass uns erstmal gucken. Wie sieht es hier eigentlich aus? Ich glaube, hier kann ich gleich mit der Treppe rein. Einmal. Uhu. Wie gesagt, früher oder später wird diese Treppe auch nicht mehr nötig sein. Noch lasse ich es als Behelfseingang erstmal stehen. Und hacke die nächste Lage Steine wieder weg. Ich bin gespannt, wie sich das im Laufe der Zeit hier noch alles verändern wird. Ich habe nämlich erstmal vor, hier zu bleiben. Das wird tatsächlich jetzt erstmal mein neuer Stützpunkt. Zu meinem ursprünglichen Haus kann ich aber bei Gelegenheit nochmal immer zurückspringen, wenn es nötig sein sollte. Oh, wird gerade wieder Tag. So, einmal rein hier. Möglichst ohne Erde in den Fingern. Ich habe mich jetzt gerade irgendwo Erde hingesetzt, wo sie nicht hin sollte. Wo ist er geblieben? Na egal. Hilft ja nichts. So, noch mal ein paar Stüfchen mehr wieder zur Verfügung. So, das funktioniert alles noch. Super. Ich habe nämlich gehört, wie ich Erde hingesetzt habe, aber es ist keine zu sehen. Ich weiß, es ist das falsche Werkzeug. Spielt es in dem Moment keine Rolle, weil es ging ja nur um die beiden kleinen Erdschichten hier. So, und dann gehen wir mit der 8 wieder ran und nehmen den Granit dahinter weg. Zack. So, das ist Kies. Kies geht genau wie das.
Erde mit der 2. Mit einem schönen Buddler hier. Wieder einer die Tafel voll. Wollte ich nicht eigentlich weniger Buchstaben mit nach Hause nehmen? Ja, so war mal der Plan. Einmal Buchstaben brauchen wir dann doch hier unten. So, da kommt von mir jetzt erstmal noch Erde hin. Ich glaube, es ist die perfekte Voraussetzung für ein schönes Lagersystem und Techniksystem hier. Man sich so ein Türmchen macht. Na klar, hat er lange nicht mehr. Lass ich die da stehen? Ja, erstmal schon. Nur die weg, die hier vorne sind. So, dann muss ich mal gucken. Ich müsste langsam auf der Höhe von meinem Haus gelandet sein. Ich dann gerade rüber eine Ebene machen kann. Ich sollte hier eine normale Schaufel nehmen, selbst eine Diamantschaufel würde ja ewig dauern. Ja, jetzt ist die Frage, wann ist der hier wieder kaputt? Wahnsinn, wie hoch ich immer noch bin. Wo man schon so viel Schicht weggenommen hat. Das merkt man eigentlich so gar nicht, wenn man wirklich unterwegs ist. Man läuft mal rauf, man läuft mal runter. Ein bisschen links, ein bisschen rechts. Tralala und Hopsasa. Könnte ich hier eigentlich so stehen lassen, theoretisch. Aber wo wir schon mal gerade dabei sind. Jetzt fliegen mir hier komischerweise immer Pollen rum. Ich glaube, die sind erst entstanden oder dazu kommen, seitdem ich die Schmetterlinge im Einsatz habe. Mit dem Einsatz ist gut, die kam von ganz alleine. Aber ich habe ja Angst, die Pollen, die sind mitsamt den Schmetterlingen aufgetaucht. Da waren Schmetterlinge da. Das zeigt mich dann auch die Pollen. Ich hoffe, ich habe keine Pollenallergie. Hatschi! So, bei zeig, was du kannst. So soll es sein. Und
Tasten klagen, alles andere fällt runter. Genau so möchte ich es haben. Das, was da vorhin passiert ist, war nicht richtig. Ja. Der Rest droppt doch schon von alleine dann. Oh, hier ist gleich ein Grün. Oh, meine Birkenhain ein bisschen ausgedünnt. Ist nicht schlimm. Wir können jederzeit neue Birken setzen hier wieder. Und wenn es nötig ist. So, Bauholz ist auch wieder am Start. Ja, wieder ein paar Pollen, die in meiner Gegend rumkreisen. Ah, Hammer kaputt. Er hat doch ordentlich was geschafft. So, da haben wir Weisen. Ich muss ein Eisenbahn wieder runterholen. Die Spitzhacke, die ist Stahl. Zack, und schon ist er wieder ganz. Und weiter geht's. Da mein Mikrofon heute sehr leise gestellt ist, beziehungsweise ich leise rede und die Empfindlichkeit dementsprechend angepasst ist. Sollte keine größere Störgeräusch und Fälligkeit vorhanden sein. Gespannt, wenn ich später das Video nochmal schneide und angucke, ob das auch zu hören ist. Zack, 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 zack. Und schlägt die Sense zu. Jepa. Das Schöne mit der Sense ist, dass es auch den Setzling gleich wieder aufnimmt. Die sowieso droppen würden. Auch Leute geben, die machen das mit der Schere, was den Vorteil mit sich bringt, dass man dann das Buschwerk, was man jetzt gerade kaputt macht, in dem Moment aufhebt, um es dann zu dekorativen Zwecken einzusetzen. Ich glaube, wenn ich einen Baum mit einer Schere frei schnibbel, reicht der vollkommen aus, das muss ich nicht mit einmachen. Dann habe ich ja nur wieder zusätzliche Blätter im Inventar, den ich momentan nichts anfangen kann. Ich frage es, ob meine Forestry-Mod eventuell sinnvoll damit umgehen kann. So, kann ich meine Stufen jetzt gleich hier unten draufsetzen? Oder stellen die sich denn wieder falsch hin? Ich glaube, die stellen sich falsch hin. Also erst wieder dran drunter und dann dran. Dann sollte das richtig rum sein. Zack. Das. Oh, da ist die Stufen dran. Die sind schon hinter uns.